Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Freitag, 7. August, 10:45 Uhr. Der Markt ist in Spannung vor den Non-Farm-Payrolls. Ein Stück weit Zurückhaltung, ein Stück weit Sorge vielleicht, wenn wir uns hier den DAX anschauen. Und da sehen wir hier im Stundenchartintervall, dass er sich gestern hier nicht mehr dazu, oder DAX sich vielmehr nicht mehr dazu aufraffen konnte, hier ein Stück weit Stabilisierung im Bereich 11.600 zu erfahren. Nein, er kippte aufgrund der schwachen US-Märkte hier weiter zurück, leichte Stabilisierung dann mehr oder weniger, aber das Niveau von 11.600 Punkten konnte hier nicht nachhaltig überwunden, Schrägstrich, sich hier etabliert werden. Die Folge, wir steuerten just heute Morgen mit schwacher Eröffnung in Richtung 11.500. Hier ist, Sie sehen es ja, die Supportzone und das Bild vom DAX jetzt natürlich hier ein Stück weit einem Münzwurf ausgeliefert. Wir haben statistisch hier am Freitag, das werden Sie wissen, als regelmäßiger Zuschauer den schwächsten Handelstag neben dem Dienstag. Gestern positiver Natur eigentlich, war aber nicht so. Wir sind ja leicht 0,44% im Minus herausgegangen aus dem Xetra-Schluss. Deswegen keine 66, sondern jetzt 65%. Aber der Freitag hier mit 42% positiver Schlusspreise eben doch schon ein Stück weit negativer. Das dürfte sich aber heute hier, wie gesagt, noch auflösen und zwar relativ deutlich. Auf den DAX bezogen kann man hier im Stundenchart zunächst erstmal einen kurzfristigen Abwärtstrend unterstellen, der hier mit dieser Shootingstar-Kerze vom gestrigen Morgen hier 10 Uhr, dann hier nochmal eine Art Shooting Star um 13 Uhr hier bei dieser Kerze sehr schön sich herleiten lässt. Wir haben hier mehrere Auflagepunkte bislang und unterhalb dieses Trendlinienbereichs bleibt der DAX erstmal ein Short. Das heißt, die aktuelle Erholung, die wir sehen, könnte sich auch in Bälde wieder auflösen und sozusagen hier den nächsten Abwärtsimpuls generieren. Spannung hierbei, Moment, die Trendlinie nehmen wir mal raus, diese obere deckelnde Trendlinie hier. Stellen wir zumindest mal gestrichelt da, hat nicht die große Relevanz, aber wir haben hier zumindest, wenn wir uns jetzt erholen, hier im DAX bei 11.570, 11.580 Punkten hier ein schönes Level, wo man aufpassen sollte, ob der DAX hier nicht wieder abdreht. Ja, hier in diesem Bereich, wenn wir uns jetzt schön erholen können, dann wird es hier spannend. Das wäre dann hier so zur Mittagszeit, da könnte sich der DAX wieder ermüdend zeigen. Die Frage ist eben dann nur noch im Umkehrschluss, ob der Markt vor den Non-Farm-Payrolls hier noch klare Signale auswirft. Tatsache ist, wenn wir heute hier das Hoch von der Indikation, am Morgen war das, 11.599,40, speziell also machen wir so rund 11.600 überschreiten. Das kann natürlich hier hohe Wolle zu den Non-Farms bewirken. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Markt hier nach oben weiter auftritt. Andererseits 11.5 nach unten. Dann sind wir auch recht schnell hier im Bereich 11.400 und tiefer. Das sind aber zumindest mal die zwei Marken, die wir hier in den Bereich legen können. Also wir haben es hier mit wirklichen Round Numbers zu tun, die es hier zu überwinden gilt, um dann die nächsten runden Nummern sozusagen anzusteuern, was dann aber eben auch gleich Widerstandsbereiche sind. Hier beim DAX jetzt kurzfristig, dass die aktuelle Erholung könnte sich hier bereits wieder erschöpfen, um dann in den nächsten Abwärtsmove überzugehen. Und da muss ich dann eben mal zeigen, was in der Folge passiert. Also mir scheint das hier nicht so, dass der DAX jetzt hier explodieren wird, Richtung 11.6 jetzt schon vor den Non-Farm-Payrolls. Hier lieber mal aufpassen, was dann eben dann dort passiert. Zurzeit scheint mir hier ein Stück weit Ernüchterung auf jeden Fall möglich nach der jetzigen Erholung. Wir sehen ja hier gerade, die Vorkerze wird jetzt hier schön hochgekauft. Die Auftaktsschwäche sozusagen jetzt hier in der letzten Stunde. Aber ich denke, das dürfte sich auch bald wieder erschöpfen und dann sollte es doch nochmals hier im Sinne dieses kurzfristigen Abwärtstrends Richtung F5 gehen. Das große Tagesbild zum DAX. Ja, da ist es natürlich so, dass wir hier in den letzten Tagen keine signifikanten Signale erzeugen konnten. Unterhalb von 11.685, 11.700, das ist das Widerstandslevel, sieht es eben eher so aus, und das ist hier der gestrichelte Plan B, dass der Markt hier runterläuft und das könnte sich eben hier heute zu den Non-Farm-Payrolls tatsächlich erfüllen, je nachdem, wie der Markt eben aufnimmt. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer vollziehen, der dann allerdings hier, selbst wenn er kommt in Richtung 11.4, 11.350, dann eigentlich auch nur eine schöne Pullback-Chance darstellt, um dann hier letztlich nach oben wieder aufzustreben in der kommenden Woche. Das ist nicht unwahrscheinlich. Aber man darf natürlich nie vergessen, der Markt hat hier eine schwache saisonale Phase vor sich. Aktuell sieht das aber nach wie vor eigentlich ganz konstruktiv aus. Speziell wenn wir über F7 rausgehen zu den Non-Farm-Payrolls per Wochenschlusspreis, dann haben wir hier für die kommende Woche sicherlich weiter steigende Preise zu erwarten, die dann sogar über 12.000 Punkte hinausführen dürften. Das
Wird gespannt zu beobachten sein, liebe Zuschauer. Wir schalten uns gegebenenfalls zur Mittagszeit nochmal mit dem einen oder anderen Währungspaar auf, aber auf jeden Fall 14:30 zu den Non-Farm-Payrolls, um dann am Nachmittag auch natürlich nochmal die US-Märkte zu beleuchten. Also hier kommen noch einiges an Sendungen. Ich wünsche Ihnen jetzt bis dahin erstmal einen erfolgreichen Handelstag und melde mich dann später wieder im Stream bzw. hier Viva Live Trading TV zurück. Bis dahin, beste Grüße, viel Erfolg und bis später, Ihr Christian Kemmerer. Tschüss.